Ja, nun, jetzt müssen wir halt zusehen, wie es hier halt weitergeht. Ja gut, warum auch nicht? Wie? Wie denn? Oh, das darf nicht wahr sein. Vom Regen in die Traufe. Ich sag's ja, vom Regen in die Traufe. Nix als Dünnschiss erhält man. Schön da an dem ganz Hauptquartier. Ja. Geil. Meine Fresse. Meine Fresse. So. House of the Rising Song, okay. Aber noch ein bisschen Musik, ey. Geil. Auch wenn ich glaube, dass das nicht so geil klingt. Ich bin im eigenen Laden! Alter, können die mal... Bei kein Bock mehr, ne?
Alter, ist es immer noch verdammt fucking nochmal der Widerstand. Und ich muss mich durch mein eigenes... Öffnet die Tür auf der anderen Seite. Hätte ich mir irgendwie denken können. Ich hätte es mir denken können. Safe. Was? Zurück, Captain Blazkowicz. Howdy, Cowboy. Ernsthaft, Klaus? Was zur Hölle machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Sorry, Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so, Klaus hatte mal einen Sohn, im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht, er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekamen eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Vielleicht würde ich noch Max sehen, ob es ihm gut geht. Genau, komm, wir sehen da Max. Hast du dein Spielzeug verloren, Max? Amerikanischer Trottel. Finde Max Spielzeug. Nein. Jetzt haben wir auch noch so eine kleine Schatzsuche am Laufen. Oh, komm schon. Bitte nicht. Bitte nicht, aber ja, okay, gut. Ließ sich jetzt nicht vermeiden. Wir haben ja gesagt, wir wollen ja nach Max gucken gehen. Ganz so ein Arschloch sind wir dann jetzt auch nicht. Das Game macht's mir nicht einfach. Mm-hmm.
kein Spielzeug auf der Flucht. Was? Ach so sieht's aus. Ach, okay, gut. Gut, war Caroline's Zimmer, ne? Dann, Bobbys Brief? Huch. Charlotte, erinnerst du dich an die getigerte Katze, wie sie bettelte an unserem Fenster und du ihr Garnelen zusteckst? Oder die Schnecke auf der Veranda, die vom Tisch in deinem Schoß fiel? Erinnerst du dich an das sonnige Primrose Hill, das Mosaike im Clefham Pride und den Kindergarten, den unsere Politiker auf dem Gewissen haben? Erinnerst du dich, wie du geweint hast vor Freude, wie du immer und immer wieder in meine Arme fielst, ob mir eine Melodie von Küssen in mein Ohr flüstertest? Erinnerst du dich, wie deine Wut zur Angst wurde, wie du den unzähligen Reden gelauscht hattest und wie dann alle Versprechen null und nichtig wurden? Pardon. Erinnerst du dich an die getigerte Katze, wie gierig sie war und jeden Tag aufs Neue kam? Ich glaube, sie gehörte Miss Corey. Ich bin mir nicht sicher, aber das würde erklären, warum sie nicht mehr wiederkam, nachdem sie umzog. Erinnerst du dich an Monis Lächeln, wie sie lachte und lachte, wie diese alberne Schnecke, wie sie die Hügel vom Primrose Hill herunterrannte und das erste Mal Bier probierte? Und wie erschrocken sie war, als sie Blut sah. Oder vor dem Spielplatz Tränen über Tränen, Umarmungen über Umarmungen und ihre Freudentänze. Und wie ich dich liebe, wie ich dich liebe. Okay. Merkwürdig. Okay, das kennen wir ja schon alles irgendwo. Nein, zu Anja möchte ich noch nicht. Für das Spielzeug. Alles, was ich hatte, waren ein Tannenzapfen und eine Streichholzschachtel. Du wärst, Max. Ich bring dich nach Hause. Ich glaube, Caroline, es geht mir nicht um deine Übungen, die du hier im Sitzen verrichtest, sondern es geht mir jetzt mehr um das Spielzeug von dem Jungen. Was suche ich denn? Also, ich habe das meiste, habe ich ja schon, ne? Komm, das letzte finden wir auch noch. Irgendwie. Das muss doch hier unten sein. Ich weiß es doch. Irgendwas ist hier unten bestimmt. Mit Anja sprechen wir noch nicht. Das machen wir gleich. Unten haben wir eigentlich, hier haben wir auch alles, ne? Ich glaube nicht, dass wir noch was hier in den Archiven hatten. Ja, genau, hier war das Auto, ne?
Telefon, die Steine und dann hatten wir noch so einen Roboter, ne? So einen Roboter. So einen Mini-Roboter. Wo wird der wohl geblieben sein? Wo wird der geblieben sein? Vielleicht ist er oben. Wir gucken mal. Nur, dass ich den Scheiß nicht finde. Wow. Das Spielzeug. Wir haben doch fast alle gefunden. Das ist doch... Boah, was ist denn das? Komm, ich möchte mir Freude machen. Lass bitte das Spielzeug finden. Glaube ich auch schon was gefunden. Auch das ist doch frustrierend. Die Frage ist nur, was ist das jetzt alles so? Okay. Das machen wir gleich. Ich habe eigentlich gehofft, dass es hier was gibt. Eins seiner letzten Spielzeuge irgendwie. Schimmelbefall in Berlin, London. 15. Mai 1953. Das nennt man wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Laut Berichten unserer Freunde vom Widerstand scheint eine neue Art von Schimmel
Sporengebäude befallen zu haben. Die aus dem vom Regime verwendeten Superbeton bestehen. Entstanden ist der Schimmel im riesigen unterirdischen Belüftungssystem und breitet sich nun über die ganze Stadt aus. Freunde vom Widerstand, das könnte für uns ein großer Vorteil sein. Der Schimmelfraß scheint die Stabilität des Betons zu beeinträchtigen, wodurch für das Regime wichtige Gebäude in Berlin einfacher zerstört werden können. Alles klar. Freunde vom Widerstand, Freunde der Sonne. Ein Ding. Ja, Leute, doch. Mach mich hier gerade ein bisschen fuchsig, dass ich das letzte Spielzeug nicht finde, ne?